Hey, Phil hier. Wir sind hier in Istanbul bei Elitair. Wir hatten jetzt zwei ereignisreiche Tage hinter uns. Ich habe mir eine Barthaartransplantation machen lassen. Was war meine ganze Motivation dazu? Ich war immer sehr unzufrieden, weil ich relativ viele Lücken in diesem Bereich hatte. Und auch um den Mundbereich hatte ich fast keine Haare. Und deswegen habe ich mich entschieden, eine Barthaartransplantation machen zu lassen. Und für mich war es bis jetzt schon die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Wir hatten gestern einige Vorgespräche und Untersuchungen. Es wurden Bluttests gemacht und es gab viele Vorgespräche zu dem ganzen Thema. Und dann fing die OP ca. um 14 Uhr an. Das Ganze dauerte so um die 8 Stunden und mein Glück war, ich hatte überhaupt keine Schmerzen. Ich fühle mich heute total wohl und mir geht es echt gut. Was ich dazu noch sagen wollte ist, wenn ihr euch für eine Haartransplantation entscheiden möchtet, dann seid ihr hier auf jeden Fall komplett richtig. Ob es jetzt eine Barthaar- oder Haartransplantation ist, wird hier beides durchgeführt. Ich habe gestern mich mit einigen unterhalten, sogar ich würde sagen über 90%, die eine Haartransplantation gemacht haben, die auch sehr zufrieden waren. Und ihr könnt, wenn ihr ein paar Tage vorher hinkommt, auch die Stadt besuchen. Das haben wir auch so gemacht. Wir haben Istanbul ein bisschen kennengelernt. Es war ein richtig schöner Aufenthalt hier. Und das ist so mein Teil, den ich euch mitgeben kann. Falls ihr euch entscheiden solltet, ihr seid hier auf jeden Fall gut aufgehoben.